Hallo. Schönen Abend. So, ich habe ja letztens gezeigt, bei Action solche Standschablonen Sets gekauft. Und von Decotime sechs Sets. Ne? Und habe sie jetzt ausgestanzt alle und zeig mal, was ich so rausbekommen habe. Ja. Sind sehr große Sets, ne? Und auch Maße sind echt gut. Kann man einiges damit gestalten, ne? So, das erste hier, Movie. Ist dieses, sind alle diese Stanzen dabei. Hier steht es dann auch noch. Ja. Gestanzt. Genau. So, und ich habe es jetzt so ein bisschen auch zweifarbig ausgestanzt. Eben das erste Teil. Ich wechsle mal so rüber. Das erste Element des Ganzen. Ne? Hier ist so eine, kann man auch unterlegen. Und da, das ist rausgestanzt, auch so ein Aufleger. Da ist noch die. Das ist das Popcorn. Ja, eben Kino, ne? So, und da aus den kleineren Teilen, ja, die kann man auch nutzen, ne? Was ausstanzen von den Filmen. Mehrere so kleine Fotos kann man ja da einsetzen und ja, hat man viele Möglichkeiten. So, dann ist auch diese 3D-Brille, da hat man noch extra Gläser. so, und Sterne, zwei Sterne sind dabei und auch Movie hat man eine Schrift, die Buchstaben eben. Ne? Ja, und hier aus dieser Bordüre ist ja so eine Bordüre dabei. Ja, hat man auch so viel kleine Mini-Sterne, alles Konfetti, ne? Auch so kleine Teile, die kann man ja dann, wenn dann noch einsetzen, in anderer Farbe. Ja, das ist eben dieses Set. So, ne? So, jetzt das nächste Set ist dieses. So eine Schreibmatte sozusagen, so eine Platte mit wie so ein Schreibtisch oder wie das alles, so ein, sogar Aufleger hat man da und so weiter, auch Federhalter und hier das Bild. So, ja, sind viele Teile, echt. So, habe ich ausgestanzt und das ist dann eben so eine Platte, eine große Ausstanzung, echt groß, ne? Und dann die zweite mit so einem Stitchrand und einzelne, ne? So werden ausgestanzt. Dann gibt es auch solche wie Siegel, ist geprägt, aber so wie so ein runde Siegel und warte mal, ich drehe es mal so rum. Dann ist auch hier so ein Farbklecks eigentlich, aber ich habe es in der Farbe eben ausgestanzt, danach erst geguckt, dachte ich, ach, hätte ich auch anders machen sollen. Ja, da war noch auch diese, so ein Herzen vorm Siegel, ne? Und dann ist hier, das ist die, das Teil ist die Feder, der Federhalter und dann hat man noch so ein kleines Zwischenteil. Ja, so ist das dann zusammensetzen, wenn man sitzt dann. Ja, und das ist diese, das Tintenglas für die Tinte und eben den Klecks habe ich ja gesagt.
hätte schwarz sein sollen, ne? Und auch da oben hat hier auch diesen Aufsatz noch die Kappe, ne? Und auch hier sogar noch ein Aufleger, so ein Label, da kann man dann draufschreiben, schwarz oder welche Tinte drin ist. So. Ja, ist eben so ein Set, finde ich echt kreativ, ne? Interessant. Und ja, da hat man sehr viele Standschablonen. Ich habe sie alle auch jetzt auf Magnete gesetzt, dass ich die schon alle auf dem Platz habe. Ordentlich. Ja, das ist das Set. So, dann kommt das nächste Set. Dieses da mit der Kamera und eben Fotokamera und dann noch Polaroid Foto, ne? Und auch so weiter, die Elemente und drei Kreise, Kreisstanzen, ne? Richtig groß. Ja, und das ist die Rückseite, so was so mit der mit dem Set möglich ist, so zu machen. Ja. Genau, so, dann kommt das, ist wie gesagt diese Polaroid, kann man ja auch einstanzen sozusagen, aber man kann auch auflegen, ne? Dieser Aufleger ist dazu da. So, dann ist auch die Fotokamera und da ist auch noch so ein Punkt hier rein. Dann kommt noch dieser Rahmen und dann auch, ja, könnte noch eine Farbe sein, aber habe ich in der Farbe momentan. Hier würde auch was andere, eine andere Farbe noch passen, ne? So, dann habe ich auch so einen Kreis noch, den kann man auch noch oder eben aufsetzen oder noch hier hinter dem Objektiv drauf oder oben drauf, ne? Zum Aufmachen. Aber ja, ist auch da. Dann gibt es auch noch diese Sterne und ineinander, ne? Sind ja auch Inti Auti, auch Herzen, die kann man auch übereinander legen, aufeinander kleben. Und auch die Kreise sind einige dabei, ne? So groß, richtig das. Und da sind richtig, guck mal, wie groß ist das, ne? So, und das ist eben dieses Set, ne? Habe ich auch schon ein Magnet drunter gesetzt. So, jetzt das nächste Set. Ich glaube, es ist mein Lieblingsset. Zwei Teile nur. Und fertig ist man, ne? Aber es kommen so viele Elemente raus. Man kann es ja auch auflegen und dann runternehmen, hat man so ein Ergebnis, ne? Und auch die zu platzieren, nutzt man dann diese Ausstanzung, ne? Und dann kann man die dann alle aufkleben, wie man möchte, und runter hat man das. Oder auch so ohne Auflegen zum Beispiel ist auch eben, ne? Auch hat man wieder so eine viereckige, quadratische Standschablone und die ist genauso groß wie diese auch. In dem Set hat man eben zwei Stück, ne? Würde ich nur erwähnen. Wollte ich. So, ja, dieses Set. So eine Platte einfach und noch ein so für Unterleger. Ja, das ist das. So, die nächste. Das nächste Set. So orientalisch, ne? Ja, hier ist auch das Bild. Auch schöne verschiedene Sachen. So, da habe ich ausgestanzt und dann, ja, kann man dann gucken, was man so dann
dekoriert, ne? Und ist ja viele so Teile, kann man ja ansetzen, wie man möchte. Hier, ne, sieht auch die Monde, ne, 12 Stück, groß, klein, da kann man sich schon hier, die sind dann, kann man dann aufeinander kleben oder auch einzelne, so wie Labels. Und die hat auch wieder, hier gibt es so eine Randstanze und das ist so eine Bordüren, nee, nicht Randstanze, Bordürenstanze, ne? Wieder einzeln, kein Rand. Ja, es ist eben so eine Kette im Sinne, ne? So, ja, das ist eben diese Variante. Genau, das dann. Und hier steht das noch, ne? Okay. So, und jetzt die letzte noch, Sunset. Eben Urlaub, Flugzeug, Tickets und so weiter, ne? Einchecken, alles so. Koffer, ja. Sogar hier so ein Schweif, ne? Gibt's auch. Hier ist so wie so ein wie Stick Muster, ne? So ein, auch das da sind Randstanzen. Ne, wieso bin ich denn? Bordürenstanzen. Ja, so wie so eine Ketten. Auch hübsch, ne? Könnte man auch als Kette schön nutzen, ne? So ergänzen, was ausschmücken. So, ist auch noch so ein kleines Teil. Da weiß nicht, habe ich noch nicht rausgefunden, wohin das soll. So, dann ist auch hier noch so ein Teil, kann man übereinander dann kleben, ne? Wäre dann in 2 Farben. So, und auch die Flugzeuge, ne? 2 Stück drin. Ist alles soweit. Und hier, ja, jetzt weiß ich es. Hier muss man zwischen, aber ich habe es in einer Farbe. Das muss man dann zweimal ausstanzen. Ne? Das hab, wenn man für den Koffer dachte, irgendwie fehlt was. Eine Farbe für die Gurte. Ne? Genau, das ist dann eben das schmale Teil. Soll man dann zweimal ausstanzen. Aber ja, so, sorry. Geht mal ein bisschen hoch, ne? Hier. Ja. Haben sich sehr gut alle Teile ausgestanzt. In jedem Set. Bin voll zufrieden. Auch damit kann man echt vieles kreieren. So, okay. Genau, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.